Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un cours de grammaire. On va parler des questions avec est-ce que. Heute gibt es eine Grammatikstunde und wir besprechen das Thema die französischen Fragen mit est-ce que. Erstmal ein Beispiel auf Deutsch. Die Frage lautet: Hast du einen Hund? Und dann antwortet man mit Ja oder Nein. Es ist also eine sogenannte Ja-Nein-Frage und im Deutschen hat diese Frage kein Fragewort am Anfang, wie ihr seht. Und die Antwort beginnt dann immer mit einem Ja oder mit einem Nein. Also hast du einen Hund? Ja, ich habe einen Hund oder nein, ich habe keinen Hund. So, das heißt, im Deutschen gibt es kein Fragewort am Anfang für solche Ja-Nein-Fragen. Im Gegenteil zum Französischen. Dort gibt es ein, ich nenne es mal ein Frageteilchen. Es ist nämlich kein richtiges Fragewort, ja, sondern ein Teilchen. Nämlich hier das pink geschriebene Eske. Nochmal zurück zur Frage. Hast du einen Hund? War die Frage. Und im Französischen lautet diese Frage: Est-ce que tu as un chien? Ihr seht hier am Anfang das Est-ce, also das Frageteilchen, wie ich es genannt habe. Dann geht es immer weiter mit dem Subjekt. Also nach dem Frageteilchen kommt immer das Subjekt. Hier in dem Falle das tu, also ein Personalpronomen. Stattdessen kann auch mal ein Name dort stehen, wie Leo oder Amelie. Danach steht das Verb. Und am Ende das Objekt. Hier seht ihr noch den Unterschied zwischen Deutsch und Französisch. Das Verb und das Subjekt tauschen also die Plätze. Genau, und hier nochmal das Objekt in Weiß. Das ändert sich natürlich auch immer von Frage zu Frage. Hier nochmal ein paar Beispiele. Est-ce que Léo aime les quiches? Oui. Il aime les quiches. Hier am Anfang seht ihr wieder das pinkne Frageteilchen Eske, das es im Deutschen nicht gibt. Ja, die Übersetzung: Mag Leo die Quiches? Ja, er mag die Quiches. Es geht weiter. Zweites Beispiel. Est-ce qu'Amélie aime l'école? Non, elle déteste l'école. Hier eine Besonderheit. Ihr seht hier ein Apostroph, das E verschwindet, weil Amelie mit einem Vokal, in dem Fall einem A, beginnt. Das heißt, das E wird gestrichen und ein Apostroph wird gesetzt. Übersetzt heißt die Frage und die Antwort: Mag Amelie die Schule? Nein, sie hasst die Schule. Drittes Beispiel: Est-ce que tu aimes les oranges? Oui, j'aime les oranges. Auch hier beginnt ihr wieder mit dem Frageteilchen, Subjekt, Verb, Objekt. Das ist wie eine Formel, die ihr euch merken könnt. Damit könnt ihr dann alle Verben und Namen und Objekte dann einsetzen. Übersetzt heißt es dann: Magst du die Orangen? Ja, ich mag die Orangen. Hier habe ich auch in allen Beispielen wieder immer das Wörtchen Ja und Nein unterstrichen, weil es sich, wie schon gesagt, bei den Fragen mit Eske immer um Ja-Nein-Fragen handelt. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden bei Fragen. Könnt ihr euch gerne melden. Salut!